Guten Morgen, liebe Winterfans. Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier in Kirchzarten. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr heute quasi einen Tag mit mir begleitet. Und jetzt geht's los. Die normalen Trainingszeiten mit Rollerski sind meistens so zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. Außer im Frühjahr, da geht es auch manchmal ein bisschen länger, wenn wir so die Grundlagen-Ausdauerkilometer machen. Da kann es auch schon mal bis zu 3, 3,5 Stunden werden. So, fertig mit Training. Und jetzt hat man natürlich Hunger. Und was macht man dann? Dann kocht man sich was. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich immer, dass man alles freie Schnauze macht. Also ich koche nie mit Rezept. Ich mache meistens einen Kühlschrank auf, hole das raus, was ich gerade irgendwie in die Finger bekomme und dann geht's los. Lauch, Blumenkohl. Ich war früher auf einer Hauswirtschaftsschule und bin eigentlich dort nur hingegangen, weil ich mir gedacht habe, Hauswirtschaft, dort sind viele Mädels. Jetzt im Nachhinein bin ich wirklich froh drum, dass ich das gemacht habe und dass ich dort so viel gelernt habe. Also und so bin ich dann eigentlich so ein bisschen zum Kochen gekommen. Wenn wir Zeit haben, dann koche ich natürlich auch gerne mit meiner Freundin zusammen, weil eben ist eigentlich ein cooles Hobby und macht auch eigentlich immer Spaß. Also es soll ja ein Curry werden, also dann natürlich als erstes mal Curry. Und ein bisschen Gemüsebrühe, immer freie Schnauze, ganz wichtig. Dann ein bisschen Ingwer, Kurkuma, eine Prise Cayennepfeffer, ein bisschen normales Salz und ein bisschen normales Pfeffer. Also es sieht jetzt nicht so mega ansprechend aus, muss ich sagen, aber ich hoffe, es schmeckt. Ich finde es gar nicht schlecht. Sandra, Essen ist fertig. Also heute Nachmittag habe ich trainingsfrei und aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch einfach mal so ein bisschen meine Heimat. Da sitzen wir hier gerade auf dem Schauinsland. Wer es kennt, weiß, dass man hier oben wirklich einen super coolen Blick hat in Schwarzwald. Ich bin hier aufgewachsen und man ist ja mit seiner Heimatregion verwurzelt. Also dort ganz hinten, das ist mein Heimatdorf St. Mergen. Das Schöne ist halt einfach die Natur, die Landschaft. Das war's jetzt hier aus dem Schwarzwald. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo mal im Winter an der Schanze oder an der Laufstrecke. Bis dahin, macht's gut, euer Fabian.